27. Mai 1939. Der Todestag des österreichischen Schriftstellers Josef Roth. Ich bin dem bösen Dämon Roth erlegen. Unendlich klug, unheimlich genial, zuweilen boshaft, dunkel und tragisch. Schrieb die deutsche Schriftstellerin Irmgard Koein über ihren zeitweise Geliebten Josef Roth. Als ich Josef Roth zum ersten Mal in Ostende sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Seine runden blauen Augen starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung, und seine Stimme klang wie verschüttet unter Lasten von Gram. Später verwischte sich dieser Eindruck, denn Roth war damals nicht nur traurig, sondern auch der beste und lebendigste Hasse. Eine On-Off-Beziehung, begonnen in Ostende im Sommer 1936, endgültig beendet zwei Jahre später in Paris. Ostende nennt auch der Journalist und Autor Volker Weidermann sein Buch, in dem er die Begegnung von Coin, damals 31, und dem etwa zehn Jahre älteren Roth beschreibt, wie die wirbelige bildhübsche Blondine sich angezogen fühlt von ihm, magnetisch gegen alle äußeren Umstände. Meine Haut hat sofort Ja gesagt. Dabei war Ruth schon seit Jahren ein exzessiver Trinker. Das kann man heute kaum, aber konnten auch damals schon wenige glauben. Denn ja, er sah ein bisschen vertrunken aus. Er war damals schon ein bisschen derangiert. Und ein Greis hat er sich, glaube ich, schon genannt, als er 35 Jahre alt war. Er war einfach früh gealtert, auch durch den Alkohol. Aber seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung, seine Augen, von denen wir alle sprechen muss umwerfend gewesen sein, wie ein Magnet. Irmgard Coyne war nicht die einzige, die das empfand, damals in Ostende. Eine ganze Reihe Schriftsteller hatte sich im Sommer 1936 in diesem belgischen Kurort getroffen, unter ihnen Roths Freund und Helfer Stefan Zweig. Sie ahnten, dass es das letzte Mal sein könnte, bevor es sie endgültig auseinandertrieb, ins Exil oder sogar in den Tod joseph roth war dann einer der ersten der starb in paris am 27. mai 1939 heute vor 75 jahren ein verzweifeltes ende nach einem oft verzweifelten leben wenn man einen großen schmerz hat ist es gut seinen aufenthaltsort zu wechseln es war sein Fluch, ein innerer Schmerz, der keine Ruhe zuließ, eine Unbehaustheit, die ihn umtrieb, seit er 1913 mit 19 Jahren seine galizische Heimat, das jüdisch geprägte Städtchen Brody, verlassen hatte. Im Grunde war seine Herkunft für sein ganzes Leben und Schreiben immer Makel und Faszination zugleich. Er hat ja viele Jahre versucht, seine Herkunft aus Brody und seine Vaterlosigkeit, die Armut zu verbergen, sich neue Geburtsorte auszudenken und gleichzeitig kommt die galizische Herkunftswelt und das Städtchen Brody, ja fast in jedem Roman in irgendeiner Form als Chiffre oder als Symbol vor. Schon früh zeigte sich, dass dieser vaterlose jüdische Junge aus ärmlichen Verhältnissen ein Ausnahmetalent war, brillant, getrieben von einer gnadenlosen Beobachtungs und Beschreibungssucht. Für so einen gab es damals nur einen Ort, an dem er sich entfalten konnte das kaiserliche Wien, die glanzvolle Hauptstadt des riesigen Habsburger Reiches. Alle Intellektuellen der vielen KUK-Länder zog es dorthin zu diesem vielsprachigen Völkergemisch, natürlich deutsch dominiert, vor allem in der Kultur. Roth schrieb, Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein. Es gibt kein schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien. Um mithalten zu können, musste man sich anpassen. Zumindest äußerlich gelang dem jungen Studenten der deutschen Literatur die Umwandlung perfekt. Er war sehr dünn, gepflegt, gut gekleidet. Sein blondes Haar trug er in der Mitte gescheitelt. Es war immer mit Promade glatt gekämmt. In seinen schönen blauen Augen, die oft ironisch blickten, trug er ein Monokel. Es ist heute schwer zu sagen, ob er das trug, um die Welt, die ihm damals schön und zauberhaft erschien, noch besser zu sehen oder ob er sich dieser Liebe zur Welt schämte. Eine schöne Welt? Sicher, einerseits. Andererseits konnte er gar nicht anders als auch die grotesken, zweifelhaften, gebrochen mehrdeutigen Seiten dieser Schönheit wahrzunehmen. Beim Konzert im Volksgarten zum Beispiel, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, später zu ahnungsvoller Hellsichtigkeit verklärt. Wie immer endete das Konzert mit dem Radetzky-Marsch. Nun erklang dieser Marsch, der die Marseillaise des Konservativismus ist. Und während die Trommler und Trompeter noch auf ihren Plätzen standen, glaubte man, die Trommeln und Trompeten selbstständig marschieren zu sehen. Ja, der ganze Volksgarten befand sich auf dem Marsch. Man wollte gemächlich schlendern, aber der Trommelwirbel selbst begann, die Gelenke zu bewegen. 1914 marschierte man unter diesen Klängen in den Krieg. Als Freiwilliger zwei Jahre später auch dabei Josef Roth, damals 22 Jahre alt. Und was hat Josef Roth erlebt und getan im Krieg? Man weiß es nicht. Schon längst hatte er sein Spiel mit Mystifikationen begonnen, für das er bekannt wurde, literarisch und im Freundeskreis. Wo er herkommt, wer seine Eltern waren, welchen Rang er im Krieg hatte. Zu allem gibt es Variationen. Ein Jonglieren mit Möglichkeiten, ein Zurechtrücken der Wirklichkeit, wie es gerade passte und gefiel. Volker Weidermann. Offenbar war ja auch Josef Roth nicht nur ein großer Dichter in seinen Werken, sondern er war auch als Erzählen alle, die ihn kannten, ein großer Dichter im Erzählen und dass er im Grunde seine größten Romane eigentlich am Kaffeehaustisch geschrieben hat, beziehungsweise eben nicht geschrieben, sondern er hat sie erzählt. Und einer seiner Freunde oder Zeitgenossen wäre niemals auf die Idee gekommen, ihn auf irgendeiner Form von Wirklichkeit festzuklopfen oder ihm gar der Lüge zu bezichtigen, auch was seine Heldentaten im Krieg angeht, sondern allen, die ihn kannten, war klar: Der Mann dichtet. Von morgens bis abends, wenn er schreibt und wenn er spricht. Nicht erdichtet war, dass Josef Roth im November 1916 an einem symbolträchtigen Ereignis teilnahm: dem Begräbnis von Kaiser Franz Josef I., mehr als sechs Jahrzehnte lang die Symbolfigur der Habsburger Monarchie. Der Erschütterung, die aus der Erkenntnis kam, dass ein historischer Tag eben verging, begegnete die zwiespältige Trauer über den Untergang eines Vaterlandes, das selbst zur Opposition seine Söhne erzogen hatte. Und während ich es noch verurteilte, begann ich schon es zu beklagen, ergriff mich die Zeremonie, mit der die Majestät, und das war Österreich-Ungarn, zu Grabe getragen wurde. Das Ende der Monarchie und das Ende des Lebens, wie Josef Roth es bis dahin kannte schon vor dem Krieg hatte Roth angefangen zu schreiben. Nun wurde der Journalismus sein Beruf. Erst in Wien, ab 1920 dann in Berlin. Er schrieb für mehrere Zeitungen gleichzeitig, für den sozialdemokratischen Vorwärts zum Beispiel und die wichtige Frankfurter Zeitung mit ihrem berühmten Feuilleton. Machte sich einen Namen durch Beiträge, die mehr waren als der herkömmliche Journalismus, sprachliche Geniestücke, Analysen, die unter die Oberfläche tagesaktuell Fakten er hat den Journalismus im Grunde als eine höhere Form des Schriftstellertums verstanden. Er war kein Berichterstatter, sondern er war Feuilletonist und prägte ja den schönen Satz, ich zeichne das Gesicht der Zeit. Und das betrachtete er auch als seine Aufgabe, hinzuschauen, aber Symptome zu beschreiben, Symptome der Gegenwart und dadurch auch viel über die Gesellschaft und über die Politik und über die Zukunft der Welt im Grunde auch auszusagen. Für das Elend der Nachkriegszeit fand er eigene, oft lyrische Bilder. Dieser Winter, die angebliche Grausamkeit der Natur, tritt weit zurück hinter die Unermessliche der Weltgeschichte. Es besteht ein Kontakt zwischen den Wünschen und der Furcht der Hungrigen, der Frierenden, der Schullosen und dem ewigen Naturgesetz des Jahreszeitenwechsels. So schwer lastete noch niemals Gottes Faust über uns umso überwältigender die Erfahrung, als die Frankfurter Zeitung ihn 1925 als Korrespondent nach Paris schickte. Roth verliebte sich in das Land, als sei es das vergessene, ersehnte Paradies es war wirklich wie ein schock dieses frankreich die menschen vor allem hat er geliebt die freundlichkeit er war einfach verzückt von dem licht und das war das andere es war die helle welt es gibt ja diese wunderbare reportagesammlung von ihm die weißen städte wo er durch südfrankreich reist und das war die welt der klarheit des lichtes die gegenwelt zu seiner immer als dunkel und verwunschen und immer dem wahnsinn nahestehende ursprungswelt galizien wo er herkam denn in seiner dunklen Welt häuften sich die Probleme. 1922 hatte Roth geheiratet, aber schon 1928 musste er seine Frau Friedel wegen unheilbarer Schizophrenie in eine Anstalt einweisen. Roth, der schon immer getrunken hatte, wurde endgültig zum Alkoholiker. Spätere Liebesbeziehungen hielten nicht lange, er war dauernd unterwegs, rastlos getrieben durch ganz Europa. Dabei schrieb er wie besessen, schrieb an gegen eine wachsende Verzweiflung und einen unstillbaren Schmerz. Doch er war auch ein Spötter, ein Fabulierer, fand überall treue Freunde, die ihm halfen. Ich kenne kein einziges Bild, das ihn alleine zeigt. Er hat ja auch nie in Wohnungen gelebt, sondern immer im Hotel, immer im Kaffeehaus geschrieben. Der Mann brauchte einerseits die Gesellschaft und gleichzeitig ja, gab es immer unglaublich viele Menschen, die sehr, sehr glücklich waren, wenn es jemanden gab, der sie unterhielt, der Geschichten erzählte und der ihnen auch ihr Leben umdichtete. Umso erstaunlicher, wie viel er dabei produzierte. Feuilletons, Gedichte, Theaterstücke, Erzählungen und Romane, dicke und dünne, in einer wunderbaren, klaren Sprache, so genau wie poetisch, realistische Traumwelten, in denen das galizische Judentum ebenso durchschimmert wie die politischen Erfahrungen der Zeit. Hotel Savoy, Hiob, Radetzky-Marsch, Kapuzinergruft, auch heute noch Juwelen der deutschsprachigen Literatur. Doch dann das Desaster. Bevor Josef Roth wirklich berühmt werden konnte mit seiner Literatur, landeten seine Bücher 1933 auf den Scheiterhaufen der Nazis. Er ging ins Exil, nach Frankreich. Aus dem Spötter wurde der Hasser, der erbitterte Feind Hitlers. Zwischen uns und ihm ist Krieg. Jeder Gedanke an den Feind wird mit dem Tode bestraft. Alle Schriftsteller von Graden, die dort geblieben sind, werden den literarischen Tod erleiden. Vor dem Grauen des Nationalsozialismus flüchtete Josef Roth sich in eine nostalgische Fantasie, die Habsburger Monarchie. Früher hatte er sie abschaffen wollen, kritisiert, verhöhnt. Jetzt erschien sie ihm wie ein verlorenes Paradies. Österreich ist kein Staat, keine Heimat, keine Nation. Es ist eine Religion. Doch er wusste, dass er ewig heimatlos war und sein würde. Er war gequält und wollte sich selbst loswerden und unter allen Umständen etwas sein, was er nicht war. Irmgard Coyne im Sommer 1936 in Ostende. Damals wurde Roths Niedergang noch aufgewogen von seinem Genie. Noch konnte er schreiben, aber er wusste selbst. Sehen Sie denn nicht, Sie Mensch, Freund, Bruder, dass ich binnen kurzem krepiere? Der Verfall war unaufhaltsam. Joseph Roth starb 1939, noch keine 45 Jahre alt, in Paris, unter Qualen in einem Krankenhaus, in dem man ihn unerkannt einfach nur als den verkommenen Säufer behandelte, der er mittlerweile war. Danach waren er und seine Literatur lange fast vergessen. Heute weiß man wieder, Josef Roth mit seinen großartigen Romanen, seinen meisterhaften Erzählungen, seinem mutigen und klarsichtigen Journalismus ist einer der ganz großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Volker Weidermann bewundert. Die Kombination aus diesem Leben, Schreiben und Bücher, und zwar Leben mit der Herkunftswelt der heutigen Ukraine, östlich von Lemberg, seine Persönlichkeit, diese im persönlichen Umgang auch scheinbar drastische Ehrlichkeit. Der Moralismus, dieser politische Scharfsinn auf der einen Seite, das heißt das Unglück der Nazizeit so früh zu erkennen, so klarsichtig und gleichzeitig sich dann in diese Mythen zu retten und in diese Chiffre der österreichischen Monarchie und seine journalistischen Texte sind fantastisch, wie modern er damals war. Einfach ein unglaublicher Meister. Ein Meister des melancholischen Untergangs und der weisen und klarsichtigen Unausweichlichkeit. Wie in der letzten Erzählung, die Josef Roth schrieb, die Legende vom heiligen Trinker. Da bringen mitleidige Menschen einen armen Säufer zum Ende in die Sakristei einer katholischen Kirche. Und tut nun seinen letzten Seufzer und stirbt. Gott gebe uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und schönen Tod.